Der Gehorsam der Zellen in Südamerika gründet sich auf Angst, nicht auf den Glauben. Doch Angst allein wird nicht reichen, um die anderen Zellen zu überzeugen. Einige Anführer genießen außergewöhnlichen Respekt und unendliche Treue. Einer ganz besonders, der sich aufspielt als Anführer der Reste der Schwarzen Hand, ein Ketzer. Sein Name? Bruder Marcion. Und es kamen aus seinem Mund nur gemeine große Lügen und Blasphemien. Und sein Name war Cain. Er hat eine Gabe. Ein Talent als Redner, ohne Zweifel. Ich bringe Licht den Verirrten und Hoffnung den Hoffnungslosen. Ich bringe den friedvollen Frieden. Und die Prophezeiung der Macht des Tiberions. Seine Loyalität war unerschütterlich. Doch dann nutzte die GDI seine einzige Schwäche aus, seine Gefallsucht. Sie überzeugten ihn davon, dass er der legitime Führer der Bruderschaft und ich nur ein Scharlatan sei. Einer von seinen fanatischen Anhängern ermordete meinen Erben, Anton Slavik, den Anführer der Schwarzen Hand. Marcion führte dann seine Getreuen ins australische Hinterland. Seinen falschen Prophezeiungen erlag eine willfährige Armee von Zeloten, eine neue Schwarze Hand. Seine Zeit ist um. Sein Erbe, nur eine ferne Erinnerung, weiter nichts, denn nur ich kenne den wahren Weg. Nur ich! Solange ich noch unentdeckt bleibe, wird dieser falsche Prophet für uns die Schwarze Hand wieder ins Licht führen. Finde ihn, mein Kind. Nimm ihn gefangen. Überzeuge ihn. Rechtmäßiges Eigentum. Nod ist auferstanden. Angesichts der technologischen Überlegenheit der GDI aber gefährlich schwach. Da die Archive der Bruderschaft nach dem Zweiten Tiberiumkrieg zerstört wurden, hat Cain keinen Zugriff mehr auf seine Forschungen. Aber wie es der Zufall so will, sind unsere GDI-Freunde selbst die Lösung dieses Problems. Derzeit analysieren sie in einem Forschungszentrum an der australischen Küste eine exakte Kopie unserer Stealth-Datenbank. Keine Ahnung, woher sie die haben, aber wir sollten sie uns zurückholen. Initialisiere Videoanblick. Ja. Marcions Weg nach Canossa beginnt heute. Wir müssen das Gebiet dieser Ketzer besetzen. Du musst eine Armee über das Meer schicken. Nach Australien. Bald, mein Kind. Bald. Oh, stopp. Abgebrochen. Wir brauchen Energie. In diesem Labor werden die letzten Aufzeichnungen über die Stealth-Technologie der Bruderschaft aufbewahrt. Erobern Sie es. Ach du Heilige. Okay, das wird sehr interessant. Wir wissen also, aufgrund des Schwierigkeitsgrads ist der Gegner einfach gnadenlos overpowered. Damit müssen wir jetzt irgendwie klarkommen. Ausbildung. Es geht leider nicht anders. Ist doof, aber es geht einfach nicht anders. Initialisiere Video ab. Die Bruderschaft. Als die Bruderschaft zerfiel in den Wirren nach meinem Tod, sind unsere Technologien verrottet und jahrelange Forschungen in Vergessenheit geraten. Meine Spione haben ein abgelegenes GDI-Labor entdeckt, in dem unsere Stealth-Technologie langsam vor sich hinrostet. Ungenutzt, weil niemand von diesen beschränkten Idioten etwas davon versteht. Hol sie zurück für die Bruderschaft. Alles klar. Ist okay. Schön, da stehen noch alte Mauern und alte Überreste von den GDI-Abwehranlagen aus dem Zweiten Tiberiumkrieg. Was ich ein bisschen faszinierend finde, ne? Wir spielen ja hier mit den ganzen Einheiten von Tiberium Wars, aber wir befinden uns zeittechnisch gesehen nur, lass mich kurz nachdenken, ich glaube 4 Jahre nach den Geschehnissen von Operation Tiberian Sun und Mission Feuersturm. Und dass die bereits 4 Jahre danach die Technologie haben, diese wiederum 30 Jahre nach Operation Tiberian Sun, also im offiziellen Command & Conquer 3 Tiberium Wars, einsetzen würden. Das irritiert mich dann schon so ein bisschen. Oder? Tiberium Wars spielt im Jahre 2065. Oder täusche ich mich jetzt? Ich glaube, ich... Nee, doch, 2065. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Tiberian Sun spielt... Achtung, ihr fanatischen Spinner! Ja, ihr dachtet, wir finden euch nicht, ha?
Das hier ist GDI Steel Talent Gebiet. Wir erledigen Nordtypen mit links. Also betet lieber euren toten Propheten an, denn gegen uns seid ihr chancenlos. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah! Nein, nicht gut. In Position. Feuer! Scheiße, ich deaktiviere die Dinger mal lieber, dass wir einen Überblick haben. Gebäude offline. Geheimdienstdaten aktualisiert. Sekunde. GDI-Feldingenieur. Achso, ja, genau. So Sachen über neue Einheiten werde ich nicht vorlesen. Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Was ist das denn? Steel Talents Entstehung. Das ist sehr interessant. Die Entstehung der experimentellen Steel Talents Einheit. Nach dem Zweiten Tiberiumkrieg und dem Zerfall der Bruderschaft von Nord stellte der fanatische Kult in den Augen der GDI keine ernsthafte Bedrohung für die Erdbevölkerung mehr dar. In der Folgezeit verlagerte die GDI ihre strategischen Ziele daher auf die Dekontamination und Rückgewinnung der Tiberiumzonen. Da der Großteil des Forschungs- und Entwicklungsbudgets der GDI diesem Ziel untergeordnet wurde, endete damit die Phase des rasanten technologischen Fortschritts, der die Rüstungsproduktion der GDI in den letzten Jahrzehnten geprägt hatte. Es versteht sich von selbst, dass nicht wenige Armeevertreter diese neue Direktive offen kritisierten. Allen voran General Joshua Mitch Mitchell, ein hochdekorierter Veteran des Zweiten Tiberiumkrieges, dessen Aggressivität und taktische Neuerungen Geschichte geschrieben hatten. Mitchell hielt es nach der Niederlage der Bruderschaft von Nord für blanken Wahnsinn, davon auszugehen, dass sich die verzweifelten Bewohner der zunehmend Tiberium verseuchten Erde nicht zu einem neuen Kult zusammenschließen würden. Er forderte daher, die Gelder für die Dekontamination stattdessen in die Erforschung und Entwicklung neuer Waffentechniken zu investieren, um für einen neuerlichen Konflikt gewappnet zu sein. In einer langen und explosiven Anhörung errang Mitchell schließlich einen Teilerfolg. Die GDI weigerte sich zwar, einen beträchtlichen Teil der Forschungsgelder in die Entwicklung neuer Waffen zu investieren, stimmte aber der Entwicklung experimenteller neuer Waffentechniken unter Mitchells Leitung zu. Die Steel Talents, wie die neuen Einheiten von Mitchells Bewunderern, namentlich dem Kriegshelden Nick Havoc Parker, genannt wurden, feierten in den Scharmützeln mit verschiedenen Splittergruppen, die sich nach dem Zerfall der Bruderschaft von Nord gebildet hatten, schon bald beachtliche Erfolge. Heute sind ihre Effizienz und der Schleier der Verschwiegenheit, der sie umgibt, in aller Munde. Ja. Jetzt weiß ich Bescheid. Geheimdienstdaten aktualisiert. Was schon wieder? Wie viele Geheimdienstdaten gibt es denn hier? Leute, ich muss hier irgendwann auch mal spielen. GDI Hammerhead. Ja, nee, komm. Alter, die Hammerheads leben einfach immer noch. Unser Waffenzentrum, unsere Waffenfabrik wird beschossen. Okay, wir brauchen dringend bessere Technologie. Das heißt Kommandozentrale. Das heißt aber auch, ich brauche Raffinerie. Alter, was? Es ist ein Riesenproblem für einen Skorpion. Mal, guck dir das an. Alter, wie übel. Neue Bauoption. Wo sind die Sammler? Hoffnungslos überfordert, okay. Kann ich jetzt eigentlich das Ding hier mal... Okay, läuft. Wir haben Strom, die Verteidigungsanlagen arbeiten. Auch wenn das nur dieser eine Turm da ist, aber es ist schon mal ein Anfang. Ich habe gar nichts gesagt. Ich habe überhaupt nichts gesagt. Pass mal auf, ich werde mal hier vorsichtshalber speichern. Weil schwerer Schwierigkeitsgrad... Ich habe noch nie den schweren Schwierigkeitsgrad in Command & Conquer 3 gezockt. Also zumindest nicht in der Kampagne. Toll, und für das Ding haben wir wieder keine Energie. Ja, nee, sag was Neues. Oh Mann. Okay, können wir neue Einheiten bauen? Nicht wirklich. Wir können Baufahrzeug bauen. Wow, super. Kann ich die aufrüsten? Könnte ich theoretisch, aber dafür brauchen wir mehr Geld. Ach hey. Was ist verlassen? Dein Kopf ist verlassen, Junge. Wir könnten da allerdings... Pass auf, hier, Saboteur. Jungs, wir brauchen Kohle. Kohle! Und wir können Sprengmeister bauen. Oh, Gott sei Dank. Ja, sei gedankt. Das ist very, very gut. Und ich hole mir mal den Turm da unten. Der verspricht Geld. Und da haben wir auch noch Tiberium. Okay, 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 okay. Lass mal kurz gucken, was wir hier noch so haben. Da oben hätten wir noch eine Expansionszone mit Turm. Allerdings sind hier alte Verteidigungslinien der GDI. Ich schätze mal, dass die hier einen eigenen Stützpunkt oben haben. Hier ist auch alles betoniert. Hier gibt es Straßen, die reinführen. Schätzungsweise Stützpunkt. Okay, wir gehen erst einmal auf zusätzliche Einheiten, würde ich sagen. Und Flugabwehr. Wir brauchen dringend Flugabwehr und wir sollten die Energie aufrüsten. Und wir haben 20 Millionen Baustellen, wieder mal.
Bau abgeschlossen.